Vor allem, wir erkennen nicht unser Tatziel. So vielleicht? Da sind sehr viele Wachen. Ist das vielleicht unser Attentatsziel? Nein, nein, ich glaube nicht. Weil der muss ja, weil der ist ja jetzt gerade erst in den grünen Bereich gekommen und der Typ muss ja schon im grünen Bereich sein, den wir suchen. Ja, nein. Okay, vielleicht weiß ich auch dezent nicht, was meine Aufgabe ist. Okay, das merkt man aber vielleicht auch schon. Hier bekommt ihr ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst. Wenn ihr keinen Luxus wollt, dreht besser um. Hier war mal eine Codex-Seite. Ah, wir sind wieder da. Ups, wir sind rausgelaufen. Mir gar nicht aufgefallen. Oh, sorry. Tut mir leid. Ich dachte nicht. Okay. Also, das muss. Ich vermute mal, irgendeine Person hier drinnen sein. Die keine Wache ist wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch irgendeine Person auf dem Dach. Ich müsste nur wissen, wie man aufs Dach kommt. Das ist natürlich das Nächste. So, wir gehen mal wieder aufs Dach hoch. So, da hinten ist eine Wache. Aber auf dem Dach. Das Gebiet ist ja jetzt nicht so groß, dass man sagen könnte, dass die. Weil das hat man ja im Blick hier. So. Kommt, lasst mich euch mit meiner Erfahrung. So, ah, genau, das war ein Beutel. Kleider färben. Ah, ja. Dann nächstes Mal. Ich glaube, wir haben. Das Ziel flieht, es darf nicht entkommen. Ja, ich hab's gesehen. So. Erwischt! Markttag! So, jetzt mal fix weg. Ich bin ein Nichts, ein Niemand! Ja, weg, 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 weg. So, wir haben es auf jeden Fall gefunden. Das ist schon mal sehr gut, wenn auch mehr durch Zufall als wirklich beabsichtigt. Dann können wir ja direkt hier das Auftragsattentat noch machen. Auf dem Weg können wir vielleicht das Plakat mitnehmen. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken, weil meine Stimme. Weil mein Mund schon wieder so pappig wurde. Können wir das Plakat mitnehmen, dass das da oben ist. Aber da kommen wir ja leicht hin. Wir können ja die Wände hochklettern. Das sollte ja nicht das Thema sein. So, hier noch ein bisschen hoch. Dann hier rüber. Dann interagieren. Bekanntheitsgrad ist weg. Dann müssen wir hier rüber. Dann irgendwie auf das andere Hausdach. Aber ich fürchte, wir fallen eher ruhen. Yep, ich wusste es. Es ist schlimm. Ist nicht schlimm, das passiert. Dann sehen wir, dass das ausgegraut ist. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nach oben. Das ist die nächste Taube. Interagieren. So, dann haben wir einige Bogenschützen der Pazzi haben letzte Nacht den Palazzo della Signoria angegriffen. Ich habe sie bis zum Knie des Flusses im Bezirk San Marco verfolgt. Erledigt sie, ja. Okay, die drei Bogenschützen killen, das sollten wir ja hinkriegen. Oder wir fallen einfach erstmal runter. Irgendwie funktioniert meine Leertaste nicht. Oder ich drücke die Leertaste einfach zu spät. Ich glaube, es ist eher zweiteres. Ich drücke die Leertaste zu spät. Haben wir die noch nicht angeheuert? Bitteschön. Jetzt habe ich ein paar Diebe angeheuert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Vollkrieg gibt, dass wir die... Reden kann ich auf jeden Fall nicht mehr. Okay. Ah, anscheinend werden mir die Datenbank-Einträge nochmal gezeigt, alle. Warum auch immer.
Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ja, gut. So. Hier rüber, dann da rüber. Ich glaube mir, ich sterbe auch schon selber, indem ich runterfalle. Da braucht mir nicht mal jemand helfen dabei. So, hier hoch und darüber. Dann die angeheuerte Gruppe wird angegriffen. Ja, aber nein, ich will jetzt die Ziele, ich habe die ja nur die angeheuerte Fraktion ist verloren. Oh. Ungünstig. Ups, das war jetzt nicht meine Beabsichtigung. Okay, wir haben sowas wie Wurfmesser. Das sind nämlich die da. Und ich denke, wenn wir es richtig machen, können wir mit Wurfmessern die Leute killen. Oder die Bogenschützen. Da unten läuft er nämlich. Aber ich kann leider nicht anvisieren. Boah. Mann. Sorry. Was jetzt? Oh. Ich bin im TS. Okay, Leute, wir müssen ganz kurz den TS beenden. Ich wurde nämlich gerade gemoved. Disconnected. Okay, perfekt. Weiter runter wäre. Könnten wir. Dann machen wir es halt so. Perfekt. Dann hier hochklettern. Und dann haben wir die anderen da oben auf den Dächern, wie es aussieht, weil die nämlich auf unserer Höhe sind. Vermute ich jetzt mal schwer. Das war irgendwie nicht mein Plan. Ich weiß nicht, warum man mich gemoved hat, aber man hat mich direkt wieder zurückgemoved. Okay. Wir müssen uns kurz um die Typen da kümmern. Nein, ich habe zu spät Kontern gedrückt. Perfekt. Und der da auch noch weg. Gut. So. Okay. Ich bin da gerade in der Ecke hängen geblieben. Gut zu wissen. So. Wir brauchen unser Messerchen. Perfekt. Und den da killen wir mit einem Wurfmesser. Kann ich den anvisieren? Nein, du sollst doch das Wurfmesser ausrüsten. Warum rüstest du keine Wurfmesser aus? So. Hä? Vergesst nicht, oh, das war nicht der richtige. Ist grundsätzlich nur außerhalb der Stadtgrenzen erlaubt. Sorry. Ich bin ein Mann. Okay, wir müssen einmal um das Haus drumherum, wie es ausschaut. Das geht aber relativ fix, denke ich mal. Bleibst du bitte unten. So, da haben wir 2000. Ich weiß immer noch nicht, wie die Währung heißt. Ich muss mir echt mal gucken, wie die Währung heißt. Dann haben wir irgendwie nochmal zwei Auftragsattentate mehr. Oder täuscht mich das jetzt? Bin ich jetzt komplett blöd oder hatten wir die vorher? Die hatten wir vorher nicht, oder? Die sind erst dazugekommen, gell? Komisch, wer weiß. So, unser Leben ist relativ voll, das heißt, wir müssen keinen Arzt aussuchen. Weil ich würde die Medizin gerne nur im Kampf verwenden. Damit wir halt welche haben für den Kampf. Das ist, glaube ich, logisch. So, wir haben schon wieder 5400. Ich weiß immer noch nicht, wie die Währung heißt. Ich versuche mich dran zu erinnern, aber ich komme einfach nicht drauf. Bei Florenz kann es nicht sein. Bei Florenz heißt die Stadt. Ich glaube nicht, dass die Währung genauso wie die Stadt heißt. Das ergibt in meinem Sinn keinen Kopf. Das ergibt in meinem Kopf keinen Sinn. Das wollte ich sagen. In meinem Sinn kein Kopf. Jo. Also mein Sinn hat keinen Kopf. Aber mein Kopf hat Sinn.
Dann laufen wir mal hier hoch. Ja, wieder aufwachen, das und überwachen. Okay, das mit dem Schwertwechsel ist manchmal gewöhnungsbedürftig. So, wir sind versteckt. Der sieht uns nicht mehr. Wir können weitergehen. Perfekt. Dann ist hier drüben, glaube ich, die nächste Taube direkt. Und zwar hier. Perfekt. Da drücken wir Shift. Jucken kurz die Nase. So, dann... Politischer Selbstmord. Ein Mitglied der Signoria hat mit dem Pazzi zusammengearbeitet, um meiner Familie zu schaden. Er befindet sich in der Nähe der Kirche von San Lorenzo. Tötet ihn, aber tötet ihn leise. Er hat mächtige Freunde. Lorenzo. Okay, Lorenzo. Also manchmal fallen die Wachen wie die Fliegen. Und manchmal prügel ich auf die ein und sie kriegen einfach keinen Schaden. Okay. So, dann wollen wir ihn doch mal, finden und töten. Guter Versuch. Der hat direkt seine Waffe gezogen. Der hat nicht erst seinen Bogen gezogen. Assassin's Creed 1 haben sie ja immer so lange mit dem Bogen auf dich eingedonnert, bis du direkt vor ihnen standest und mit dem Schwert auf sie eingeprügelt hast. So. Die Kirche müsste, glaube ich, irgendwo hier hinten sein. Ja, einfach mal kurz gucken auf der Karte. Ah, die sind... Ah, okay. Wenn wir an dem Teil sind und das Attentat gemacht haben, können wir hier die beiden Schätze machen und den Aussichtsturm. Das wäre natürlich ideal. So, da wollen wir nochmal rüberlaufen. Hier rüber springen auf jeden Fall. Und nicht tief fallen, hoffentlich. Perfekt. Hier rüber und darüber und da lang. Oh nein! Ich hätte es kommen sehen müssen. Naja, laufen wir halt ein Stückchen unten lang. Laufen dann hier hoch. Oder klettern dann hier hoch. Wir laufen ja nicht hier hoch. So. Wobei ich mittlerweile auch schon Spiele gesehen habe, wo man die Leiter hochläuft und nicht hochklettert. Das sah ernsthaft so aus, als würde der die Leiter hochlaufen. Und nicht klettern. Also, er würde die Leiter hochlaufen wie eine Treppe. Das sah so witzig aus, auf jeden Fall. Okay, wir wollen mal darüber. Und haben nicht weit genug gesprungen, aber ist nicht so schlimm. Oh, wir verlieren gerade ein bisschen Leben bei uns im Stürzen. Und, ja. So, dann mal hier lang. Und da haben wir eine Diebesbande. Kann ja nur schief gehen. Da ist noch eine Diebesbande. Okay, okay. So, hier sind wir auf jeden Fall in ihrem Gebiet. So, und wir müssen ihn hier irgendwo finden. Aber das Finden war ja schon so nicht ganz einfach. Okay, wir gehen mal kurz runter auf die Straße auf jeden Fall. Perfekt. So, hier sind auf jeden Fall ein paar Wachen. Ah. Ich verstehe. Wir wissen das Problem. Okay, konnte ich denen nicht eigentlich auch, irgendeine Aufgabe geben? So. Ich könnte natürlich... Da laufen Gruppen durch. Ich komme ja mit Gruppen, komme ich ja... Okay, ich muss auf die andere Seite. Weil ich kann mich ja in Gruppen verstecken. Das funktioniert ja. Okay, warte mal, ich muss mal kurz denen sagen. Halt. Halt, danke. Gerade behindern sie mich eher. Und ich habe auch vielleicht ein bisschen Angst, dass ich durch sie auffliege. Mein Finger juckt gerade übelst. Wie komme ich hier drum herum? Jetzt muss ich so weit laufen. Um das Gebäude zu umrunden. Ah ja, ist halt so. Okay, jetzt sind wir drum herum gelaufen. Dann laufen wir hier lang. Hier sind natürlich einige Wachen, wie ich sehe.
Die bewachen leere Räume. Die habe ich alle schon geplündert. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quantität. So. Perfekt. Hier, genau. Hä, aber jetzt kommen ja die Gruppen von den anderen Seiten. Wollen die mich verarschen? Also, damit das klar ist, ich weiß, wen ich töten muss. Einen der beiden Männer, die dort steht. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich sie töten soll. Hier, zum Beispiel so eine Gruppe, die da durchgeht. Aber jetzt bin ich hier rübergelaufen, weil ihr vorhin hier voll... nichts zu schaffen. Ja, ja, ich weiß. Weil voll viele Gruppen... Eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig. Als das hier. Wir würden euch nur zu gerne in den Arno werfen. Ja, ist ja gut. Keiner würde euren traurigen Hintern vermissen oder uns aufhalten. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt unser Ziel markiert, aber ich befürchte, es wird nicht weggehen. Wir könnten natürlich die Wachen ausschalten. Das wäre eine Idee. Aber dafür müssen wir erstmal hier hoch. Perfekt. Dann habe ich so viel Wurfmesser noch. Ja, habe ich. Ich habe 3 Wurfmesser. So. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwann neue Wurfmesser. Momentan suche ich gerade einen Platz, wie ich hochkomme. Und ich habe gerade ein fragiles Licht. Und drüber? Mit. Kämpfst du gerade mit der Faust? Er kämpft gerade mit der Faust. So ein Depp. Aber das ist gar nicht so schlecht. Guck mal, jetzt haben wir die Diebesbande hier unten. Die kümmert sich um die Leute. So, und wir können uns dann zeitgleich nämlich um den Typen kümmern. Ich habe vergessen, dass ich ihn leise töten soll. Ja, gut. Kann man ja mal machen. Okay, wir müssen nochmal durch die komplette Stadt laufen. Es tut mir so leid, Leute. Okay, dann Versuch Nummer 2. Ich muss den... Wie soll ich den bitte leise töten? Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Der steht da in der Gasse drin mit anderen Leuten. Ich kann die Wachen weglocken. Ja, das kann ich. Aber ihn leise töten, da brauche ich ja eine Gruppe. Aber komischerweise, immer wenn ich da stand, ist die Gruppe von der anderen Seite gekommen. Okay, wir wissen diesmal, dass wir gehen diesmal direkt auf dieser... Ich werde schon wieder Sternen kriegen. Ah, nee. Doch. Ja, gerade runtergefallen ist das so witzig aus. Gut. Wir laufen wieder zum Attentatspunkt. Am besten über die Dächer, weil das am einfachsten ist. Weil da sind nicht so viele Menschen, wo ich Unsinn anstellen kann. Zum Beispiel diesen umziehen. Perfekt. Dann müssen wir hier rüber. Oh, komm. Das ist Leonardos Werkstatt anscheinend. Hier. So. Dann hier hoch. Perfekt. Dann... Bleib dran! Den einmal weg. Hier rüber. Ich habe nur noch 3 Lebenspunkte. Das ist nicht sonderlich gesund. Vermute ich jetzt mal. Obwohl, wartet mal. Wir haben 3 Wurfmesser. Das ist zu wenig. Also gehen wir jetzt zu dem Schmied darunter. Langsam, idealerweise. Damit wir nicht allzu viel Schaden nehmen. Perfekt. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht ist ja auch gleich ein Arzt. Dann könnten wir uns noch heilen. Hier drinnen ist der Schmied. Der Fabro. Dann Munition, Wurfmesser.